Hier ist Haben Sie Frau Marder, Glück? ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Herr Marder, ja? Ja, Marder, genau. Nur über Ihre aktuelle als Abonnent sicherlich die Chance bekommen, auf 100.000 € an der Rubbelchance teilzunehmen, richtig? Das weiß ich gar nicht. Hier ist einmal so ein Geschenk drauf. Ne, da steht herzlichen Glückwunsch. Und dann ist da eine Nummer mit bei, wo ich jetzt angerufen habe. Genau, und da hatten Sie ja sicherlich eine Rubbelchance dabei oder was genau? Sagen Sie mir mal, was da drauf steht. Soll ich Ihnen das jetzt vortragen im Prinzip? Na, sagen Sie mir, was da auf dem Schreiben steht, weil Sie kommen hier bei mir ohne die Rufnummer an. Da sehe ich manchmal immer sonst nicht, wer da am Telefon ist. Ja, mein Aber Name okay. ist Marder und ich rufe im Prinzip aus Baden-Baden an, falls das weiterhilft. Ja, sowieso. In dem Fall, Herr Marder, ist das schon mal hilfreich. Jetzt brauche ich mal genau, was wollten Sie denn zur Verlosung hier entsprechend anmelden oder was Ja, genau das ist auf weiß dem. ich ja nicht. Ich weiß, ich kann Ja, ja nicht sehen. was steht denn auf Ihrem Schreiben drauf denn? Da Sagen Sie es mir doch steht, ich mal. muss ja gerade mal kurz das Monokel zurechtrücken. Da steht Geschenkbenachrichtigung. Liebe Leserin, lieber Leser, herzlichen Glückwunsch. Heute darf ich Ihnen eine Mitteilung überbringen, denn Sie erhalten ein wertvolles Geschenk von uns. Nur 20% aller Leser können heute dieses Geschenk erhalten. Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, hatten Sie Glück und Sie sind dabei. Damit auch wir sicher sein können, dass Sie Ihr Geschenk erhalten, rufen Sie uns noch heute an. Und das habe ich auch gleich gemacht dann im Genau, Prinzip. und da müsste ein Gewinncode auch draufstehen. Ja, der Ja. kommt als nächstes. Das steht im Prinzip Gecko, Leguan, Übermut, Ja. 6629 bei mir drauf. Das scheint ja Prima. so eine zufällige Zahl zu sein. Nee, nee, das ist in dem Fall der Gewinncode, wo ich jetzt nachschauen kann, was sich dahinter verbirgt. Da bin ich Ja. genauso gespannt wie Sie, Herr Marder, was sich dahinter Ach, Sie verbirgt. Schauen wissen wir doch das mal nach. auch noch nicht. Ja, da wird das Doch, ja jetzt in weiß doppelt ich. Ich interessant. habe es schon gefunden. Und Sie werden es kaum glauben, aber Sie gehören tatsächlich zu den glücklichen Gewinnern, Herr Marder, die einen Gutschein von Trenntours Touristik im Wert von 300 € gewonnen haben. Da können Sie sich schon mal freuen, denn Ja, hierüber danke. dürfen Sie selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen. Ja. Und Sie bekommen bis 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Da kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Oh, das Das ist ist ja ja eine fantastische phänomenal. Ich Belohnung. bedanke mich ganz herzlich. Ne? Das Prima, ist ja. freue ich mich für Sie. Und wo? Herr Marder, Das, diesen ich bin jetzt ja Gutschein? nicht mehr der Jüngste. Ich habe, glaube ich, nicht ganz verstanden, wo das jetzt hingeht. Das dürfen Sie selbst auswählen. Ach Ja, über so. Trenntours Touristik, da können Sie, das ist ja das große Reiseunternehmen, von dem Sie den Gutschein dann auch Kenne ich erhalten. gar Und nicht. da können Sie selbst aussuchen, wohin Sie reisen, mit wem und wie lange. Und Sie bekommen halt bis 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Das hat sich dann auch mal gelohnt. Das ist Den sende ich Ihnen. aber, das ist ja im Prinzip, sag ich mal, habe ich ja so einen Zettel hier am Telefon, dass ich bei solchen Gelegenheiten halt explizit nachfragen soll, ob sich das da um eine Verkaufsveranstaltung Nein, handelt. ist es nicht. Ist es nicht. Gut. Es ist ein Gewinn, den Sie entsprechend bekommen. Sie können selbst wählen, wohin Sie reisen wollen. Das ist also weder eine Verkaufsveranstaltung noch sonst irgendetwas, sondern Sie dürfen hier diesen Gutschein in Empfang nehmen. Den sende Ja. ich Ihnen selbstverständlich zu. Dazu benötige ich kurz Ihre Hilfe. Da dürfen Sie mir einmal kurz noch Ihren Vornamen nennen. Erwin. Jawohl, entsprechend die Postleitzahl bei Ihnen, Herr Marder, ist die. Nochmal, was war die Frage? Ich brauchte einmal dann noch Ihre Ach Postleitzahl. so, ja, das ist 67731. Und in dem Fall, welche Straße wohnen Sie? Ne, das ist ja im Prinzip in Otterbach, ne? Falls Sie Ja, das das erkennt kennen. der Computer automatisch, wenn ich die Straße noch eintrage. Ja, das ist im Prinzip die Otterstraße Und die Hausnummer 67. 67, dann haben wir die Otterstraße natürlich gefunden in Otterbach. Und einmal kurz Ihr Geburtsdatum, Herr Marder. Nochmal, was war? Ihr Geburtsdatum einmal bitte. Ja, das ist der 7. April 52. Also sozusagen sind Sie über 18 und teilnahmeberechtigt, wie man so sagen will. Das habe Sozusagen ich sind jetzt Sie nicht mir. verstanden.
Ich sagte, Sie sind dann sozusagen über 18 und teilnahmeberechtigt. So ja, das haben Sie gut erkannt. Ne? Schön, jawohl. Ja, Herr Marder, dann ist der Gutschein auf den Weg zu Ihnen. Meine kurze Frage, Herr Marder, ja? Unter welcher Telefonnummer sind Sie denn mit erreichbar? Oh, da fragen Sie mich was. Ich bin ja kürzlich erst hierher gezogen, weil hier wird ja der große Otterdamm neu aufgebaut, ne? In okay. Otterbach. Was würde sich da besser anbieten, als im Otterbach in der Otterstraße zu wohnen? Und da wird ja im Prinzip dann weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber hier wurden ja asiatische Kurzkrallenotter angesiedelt und die sind jetzt gerade im Sommer dabei, halt den Damm zu bauen, gleich den Biber. Und da bin ich jetzt ja im Prinzip, sag mal, mit einem Fernglas hier auf der Terrasse im Prinzip und beobachte das. Das ist doch fantastisch. Da haben Sie ja eine tolle Aussicht dann, ja? Ja, das ist halt schwierig, weil die Füchse versuchen da halt das Territorium noch streitig zu machen, ne? Das ist dann nicht so gut von den Füchsen. Ja, aber sag mal, also ich bin ja im Prinzip theoretischer Mathematiker von Beruf. Und ich habe jetzt schon versucht, da im Prinzip eine Gleichung aufzustellen. Also ich habe früher, sag ich mal, so Flugbahnen berechnet und halt auch in der Artillerie, ne, für Geschosse und Marschflugkörper und dergleichen. Und wenn ich das hier richtig einordne, ne, da fehlt halt die wissenschaftliche Grundlage, oder zumindest ist sie mir nicht bekannt, kommen im Prinzip auf einen Fuchs zwischen 7 und 9 Otter. Die sind nicht so leicht zu unterscheiden, darum gibt es da gerade diese Varianz in der Gleichung. Und im Prinzip wird ja dann entscheidend sein, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Füchse und Dachse, die teilen sich ja oft einen Bau. Das sind ja quasi so eine Synergie quasi. Ist halt die Frage, ob die sich da neutral verhalten oder ob die eine Seite, sagen wir mal, einschlagen, ne? Ich das denke mal, die leben gut zusammen, aber die gehen jeder seiner Wege und haben andere Beute. Ja, die werden also nicht, ein Dachs wird nicht einen Otter fressen, eher andere Kleintiere machen. Haben Sie da denn, sag ich mal, berufliche Expertise oder ist das, sag ich mal, ein Hobby von Ihnen? Ich habe einen guten Freund, der ist Jäger, der kennt sich sehr gut aus mit Beutetieren des jeweiligen Tieres, ob es der Fuchs oder der Dachs ist. Ja, und da weiß ich das natürlich. Das ist damit natürlich, das hilft mir weiter. Wie hoch würden Sie denn prozentual, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit der Neutralität da einschätzen? Das stellt sich die Frage, welche örtliche Gegebenheit da ist. Ja, wie der Fuchs die Möglichkeit hat, den Otter zu greifen. Nee, ich meine jetzt also zwischen den Ottern und den Füchsen, das ist ja, sag ich mal, im Prinzip, also es gestaltet sich hier quasi wie mit den Israelis und den Palästinensern, um das freundlich auszudrücken und jugendfrei. Ich bräuchte jetzt für meine Gleichung halt noch eine Wahrscheinlichkeit, wie die Dachse sich verhalten. Also Sie meinen, es ist eher unwahrscheinlich, dass die, richtig, sag ich also mal, in die Kriegshandlungen eingreifen. Zu 100% würden die Füchse sich daran interessieren, einen Otter zu greifen, ein Dachs nicht. Ja. Und sag mal, dass die jetzt, weil die halt ja zusammen wohnen, dass die da, sag ich mal, Partei ergreifen, das war halt so Nein, mein Gedanke. Die leben in einer, ja, in einer Gemeinschaft und die akzeptieren sich beide. Der Dachs buddelt gute Höhlen und der Fuchs nutzt diese mit. Ja, und das ist also, die vertragen sich halt. Das ist ja in der Natur nicht selten, dass man miteinander Vorteile nutzt und gemeinsam auch auskommt. Also wenn ich das hier richtig erkenne, sag ich mal, haben die Otter und die Wiesel, also hier treiben sich scheinbar auch sehr viele Wiesel rum, die scheinen auch miteinander auszukommen. Das ist ja scheinen sich so ähnlich wie in so einem Fantasieroman, scheinen sich da so Fraktionen quasi. Das ist ganz interessant zu beobachten, wie sich das da hier so... Da können wir gerne noch stundenlang auch drüber noch... Ja, sehr gerne. Also ich muss nachher noch zur Dialyse, aber so lange können wir uns da gerne, auch Namen ja auch für die Einzelnen überlegen. Da bin ich auch schon dran. Ich habe natürlich auch hier meine Arbeit auch noch zu machen. Insofern mal noch kurz meine Frage, Herr Marder. Unter welcher Telefonnummer wären Sie denn erreichbar, wenn man Sie dann auch hierzu mal noch kontaktieren möchte? Stimmt, da haben wir ja Toilette. Muss ich nachschauen, nicht? Du, wie gesagt, gerade her verzogen erst vor kurzem. Ich habe ja im Prinzip, ne, für... Sie unterliegen ja bestimmt der Schweigepflicht, ne?
Insofern schon. Ja, wie Aber auch ich habe ja im persönliche Dinge Prinzip, gibt. ich bin jetzt ja aus meinem Heimatdorf, ja, sag ich mal, vertrieben, will ich jetzt nicht sagen. Aber die haben halt spitz gekriegt, ne, dass ich die letzten 40 Jahre halt für die Russen gearbeitet habe, ne. Das ist ja heute nicht mehr so populär. Und da habe Nicht ich mich zwingend. entschieden, ich das jetzt im Altersdomizil halt, sagen wir mal, lieber mich um, sagen wir mal, mit der Otter-Theorie beschäftigen möchte, ne, anstatt mit wütenden Nachbarn. Richtig, das ist natürlich viel angenehmer. Weiß ja auch nicht, Richtig. was die für Probleme haben, ne? Naja, Ohne und die der Nachwuchs. Sojus-Kapsel wird ja nichts funktionieren im Prinzip. Ja, der Entwicklungstrend in dieser Richtung geht natürlich auch voran, Ja, auch das immer muss weiter. ja auch. Also ich muss jetzt gerade zugeben, dass ich nicht weiß, wo ich meine neue Erreichbarkeit notiert habe. Ist das denn, sage ich mal, essentiell für Sie? Ja, es ist immer gut, denn hier ist es ja so, dass sie durchaus auch nochmal kontaktiert würden, Aha. wenn es erforderlich ist. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sie erreichen kann. Na Ja. gut, dann muss Insofern. ich hier nochmal, wir können ja, ich schaue nebenbei hier durch meinen Ordner, hier sind ja im Prinzip auch die ganzen Anlagen skizziert. Wir können ja so lange schon mal weitermachen und ich gucke, dass ich das hier finden kann. Ja, auf jeden Fall, den Gutschein, den haben Sie auf jeden Fall in den nächsten 4 Wochen im Briefkasten. Ja. An der Stelle bin ich mir sicher, da können Sie sich also schon mal freuen. Und ja, eigentlich will ich sagen, habe ich dann hauptsächlich noch mal eine kleine Frage, sicherlich auch. Und zwar dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Was gibt's da denn so? Alle interessanten Dinge, die in der Regel dann mal, da werden Sie vielleicht in der Regel zweimal im Jahr kontaktiert und da Aha. würden Sie aktuell erfahren, was da für Sie Interessantes zu bekommen wäre. Die Ja. Entscheidung, ob Sie das dann nutzen, bleibt ja in Ihrer Hand. Ja, Wäre das natürlich. okay? Prima. Haben Sie denn im Prinzip, also Nachbar, neuer Nachbar hier, der hat mir erzählt, dass er, der ist ja verbringt, der ist ja so in meinem Alter, ne? Wir haben uns da schon verabredet zum Dosenschießen. Ne? Und er erzählte ja im Prinzip, dass er, sagen wir mal, den Maulwurf am Morgen abonniert hat. Und ich habe da auch schon mal reingeschaut, das ist immer eine sehr interessante Naturzeitschrift. Haben Sie Okay, sowas? das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich bin ja letztendlich gar nicht in diesem Bereich tätig, sondern ich frage Ach lediglich, so. wenn Sie interessante Angebote zumindest über uns erhalten können, ob wir Sie halt darüber kontaktieren dürfen. Ach so, das Und die wären dann aber stellen nicht Sie selber, da das sind würde dann die dann ein Kompeten Fremder nein, das sind dann anrufen. die kompetenten Mitarbeiter, die dann das Ganze in die Hand nehmen, die Ihnen da sicherlich auch die Auskunft geben können, was dahinter möglicherweise auch an Ihren Interessen zu bekommen ist. Was war Das da können mit Sie dann. Inkontinent? Bitte? Nee, ich sagte, dann werden Sie kontaktiert Ach von den so. kompetenten Oder Mitarbeitern, habe ich Sie die Ihnen falsch da genau die. verstanden? Ist nicht schlimm, alles gut. Nochmal, was war? Fehler sind. Nee, Sie kriegen dann auf jeden Fall genaue Informationen, was da zu bekommen wäre. Ja, wann Wenn es wäre dann. das denn? Weil ich muss ja, wie In der gesagt, Regel nachher ist das noch los. zweimal im Jahr, also nicht hier häufig, sondern zweimal im Jahr. Ja, in Ja. dem Fall brauche ich dazu in dem Fall mal kurz noch Ihre Telefonnummer, wenn Sie irgendwo schauen können, dass Sie die finden. Ach ja, da war Ja, ja was. genau. Wenn Sie einfach mal kurz schauen. Ja, Mobilnummer geht auch, ne? Ja, selbstverständlich, sehr gerne. 0176 Ja. 765 Ja. 34 721 im Prinzip. Prima, dann kann ich sagen, habe ich diese Nummer gleich mal dazu korrekt mit eingetragen. Und die rufen Dann dann heißt, nachher noch an, ja? die melden sich dann in der Regel, wie gesagt, vielleicht zweimal im Jahr. Da werden sie auf jeden Fall dann informiert, wenn es interessante Dinge dazu gibt. Ach so. Eigentlich will ich sagen, habe ich heute auch mal eine angenehme Überraschung, auch mal für Sie. Ich Ja? meine, dass Sie bei mir jetzt in der Leitung gelandet sind, Herr Marder, das haben Sie ja soweit auch bemerkt. Ja, Nur, ja. dass Sie heute mal das Glück haben, bei mir im Premium-Team durchzukommen, das ist immer ein Grund zur Freude, denn das schaffen heute nur 180 Anrufer in diese Aha. Runde. Ja, und die nennt sich ja auch Premium-Tipp 49 Pro von Ongoing Media. Und wenn ich sage, am 17. August fällt der offizielle Startschuss, dann auf jeden Fall jetzt auch für Sie. Und ich sage immer, Im über mehr Geld. August, also Ja, genau, da am kann 17. das ja August. vielleicht sein, dass Ihre Information da ein bisschen veraltet ist, aber sag mal, der Nee, nee, Bau, nee, 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 nee. der hat schon im Mai haben die hier angefangen zu bauen. Nein, ich meinte der offizielle Startschuss für die Runde,
die nennt sich ja Premium Tipp 49 Pro, ja, von Ongoing Media. Und wenn ich sage, dass Sie ab dem 17. August jeden Mittwoch und Samstag mit 119 computeroptimierten Tippreihen Ja. inklusive 10-mal dem Spiel 77 und 10-mal Super 6 am Spiel um den großen Lotto-Jackpot mit dabei sein dürfen, dann, Herr Marder, ist das richtig spannend, denn derzeit sind ja ganze 6 Millionen im Jackpot. Ich sage mal, das wäre die beste Rentenerhöhung aller Zeiten, könnte man so bezeichnen, ja? Na, die beste Rentenerhöhung aller Zeiten haben Sie jetzt ja kürzlich erst beschlossen, oder wollten die da noch mal einen Nein, draufsetzen? ich meinte, wenn Sie 6 Millionen gewinnen, Herr Marder, dann ist das durchaus eine fette Summe, die sich durchaus Oh, lohnt. ja. Ja, und der Schlüssel zu Ihrem Glück ist der, Herr Marder, dass Sie jede Woche bildlich gesehen mit 20 ausgefüllten Scheinen teilnehmen. Ja, das sind dann 238 Tippreihen in der Woche. Und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und da bleibt das ja spannend für Sie. Denn um Ihre Gewinnchance noch zu erhöhen, spielen Sie jeden Samstag zusätzlich mit Ihrem ganz persönlichen Glückstipp. Den werde ich auch nur für Sie mit eintragen. Und wenn Ihre Zahlen gezogen werden, Herr Marder, gehört Ihnen der Gewinn auch ganz alleine. Das Ja, Besondere ist was würde ich natürlich ja auch bei uns. nicht abgeben, aber man muss ja bestimmt da, sagen wir mal, Nein, versteuern, ne? nein, das Besondere ist ja bei uns, und da weiß ich jetzt schon, das wird Sie garantiert begeistern, denn durch das Spiel 77 und Super 6 erhalten Sie eine doppelte Treffergarantie und werden also definitiv viermal mindestens jede Woche einen Treffer mit uns landen. Da kann ich nur sagen, Gewinn soll ja Spaß und Freude machen und es soll ja auch mal was hängen bleiben, richtig? Nochmal, was soll? Es soll ja auch mal was hängen bleiben, sozusagen auch mal Gewinne auch bei Ihnen ankommen. Das bekommen Sie natürlich dann schriftlich bestätigt. Und hier ist es so, Herr Marder, dass Sie noch viel mehr Freude daran haben. Bekommen Sie das Premium Card Pro Sparprogramm von NKS Abo Service dazu. Damit erhalten Sie automatisch für jeden gespielten Monat 725 Bonuspunkte, die Sie ganz einfach und ohne Zuzahlung in hochwertige Markenprodukte eintauschen können. Das macht dann auch nochmal Spaß. Ja, was gibt's Das da denn? Allerbeste, also da können Sie auswählen aus allen Bereichen des täglichen Lebens, ob das Hobby, Haushalt, Garten, Werkstatt, Multimedia oder Technik ist. Also aus allen Aha. Bereichen des täglichen Lebens. Und diese Produkte können sich dann kostenfrei nach Hause holen, ohne Zuzahlung, nur mit Ihren Bonuspunkten. Aha, Ja, und wie viel und kriegt man davon? jeden Monat 725 Bonuspunkte, also für Okay. jeden gespielten Monat bekommen Sie 725 Bonuspunkte. Und da Macht mal das so auch nochmal Spaß? zum Einsetzen der Wertigkeit im Prinzip. Ja, in dem Fall Was kriegen Sie ja auch kriegt eine. man da denn für so 725? Sie erhalten einen Katalog dazu, da können Sie die Auswahl dann ganz in Ruhe auswählen. Also wie Ja. gesagt, da ist alles dabei aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Und Sie können dann in dem Fall die Punkte auch sammeln. Und dann, je mehr Punkte man hat, umso höherwertig werden natürlich auch dann die Ja, Produkte. und jetzt Und Sie verraten Sie werden. mir noch mal, was die Sachen denn so kosten im Durchschnitt, Komme ich ne? gleich drauf zu sprechen. Ich will nur noch eins erwähnen, Ja. dass Sie auch damit jeden Tag, also immer von Montag bis Sonntag, an der täglichen Verlosung einer Sofortrente dabei sind in Oha. Höhe von 5.555 Euro. Jeden Diese Rente, Tag? aber jeden Tag wird da einer Oh, gezogen, da habe ich genau. ja gar Und keine Kraft mehr für, mich da jeden Tag noch drum zu kümmern. nein, das brauchen Sie nicht. Sie kriegen automatisch was den Gewinn. Und hier diese Rente, ja, die wird dann im Gewinnfall sogar volle 20 Jahre lang gezahlt. Jeden Monat. Diese Rente ist dann sogar vererbbar und übertragbar. Denn Ja. letztendlich, sage ich immer, müssten Sie ja mindestens auch 90 Jahre werden, um diese Rente abzuschöpfen. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht unrealistisch. Sollten Nö. Sie allerdings vorher das Zeitliche segnen, wie man so schön sagt, Ja, das kann ja auch passieren, das kann bekäme es. passieren, aber ich bin ja Richtig. überzeugt, dass ein Heer, das das Kreuz Jesu Christi vor sich herträgt, nicht besiegt werden kann. Von daher, So ne? oder ähnlich. Auf jeden Fall bekämen Ihre Erben das dann auch so lange weiter ausgezahlt jeden Die Monat, bis Otter? die 20 Jahre um sind. Nein, Ihre Erben, wenn Sie vorher das Zeitliche segnen sollten, Ja, was ja nee, passieren die könnte. wollen ja Ja. alle nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich für die Russen gearbeitet habe. Hat die Lassen Sie es Jahrzehnte außen alle nicht vor. interessiert. Und wenn es dann Naja. ans Geld geht, dann kommen sie wieder an wie die Maden. In Also dem Fall ich will habe ich ja das. im Prinzip, das ist noch nicht so lange her, da habe ich im Prinzip ja ein Schreiben verfasst an die Otter, ne?
und habe denen im Prinzip in Aussicht gestellt, wenn die das, sag ich mal, schaffen, sich gegen die Füchse durchzusetzen, dass ich die dann halt auch dauerhaft unterstützen werde. Aber ich kann ja nicht in die laufenden Kampfhandlungen eingreifen. Die Natur muss das ja selber regulieren. Genau so ist Ob es. das Auf hier im jeden Fall. Prinzip jetzt eine weitere Kolonie der imperialistischen Füchse wird, oder ob sich die Okay. Otter und die Wiesel eben zusammen, sag ich mal, als die letzten freien Völker da behaupten können. Das wird ein Das ist geniales natürlich Buch, wenn das mal fertig ist. Die Legende interessant. von Ich würde es gern Ottertau. lesen. Ich würde es gern Sie lesen. können ja mal Auf so jeden Fall. in ungefähr einem halben Jahr gibt es das, sag ich mal, in Taschenbuchform. Und Schön. für die Ja, mach ersten das. 100 Leser gibt es das, sag ich mal, als auf Deutsch sagt man ja Hardcover. Mir fällt jetzt gerade das russische Wort nicht ein dafür. Ist auch nicht so wichtig. Insofern, für mich steht jetzt natürlich klar zu sagen, Sie wollen ja wissen, wie lange das läuft und was Sie für diesen Spaß einsetzen, Sie haben richtig? ja gesagt 20 Jahre, ne? Nein, ich meine das mit der Rente. Ich meine, wenn Sie jetzt hier teilnehmen, ist das so pro Ziehung, also jeden Mittwoch und Samstag, sind das bei uns gerade mal nur 2,41 €. Ja, und für das komplette Paket, wo Sie bildlich gesehen jede Woche mit 20 ausgefüllten Scheinen dabei sind, inklusive 20 mal dem Spiel 77, 20 mal Super 6, Ihrem Glückstipp plus alle Vorteile, die ich Ihnen dazugelegt habe, sind Sie im gesamten Monat bei einem fairen Einsatz von nur 59,50 €. Und wenn ich jetzt sage, Sie haben es geschafft, Herr Marder, und dürfen ab 17. August mit dabei sein, ja, dann läuft das 3 kurze und überschaubare Monate Oh, zunächst, in denen Sie jeden da Ziehungstag läuft erfolgreich gerade ein sind. Otter bei mir im Garten. Ich muss ja, Prima. Auf sprechen jeden Sie Fall. ruhig weiter. Ich muss das meinen Augenschein nehmen. In dem Fall kann ich also nur sagen, nehmen Sie jetzt Ihre Chance mit und verraten mir mal zuerst Wer bist Ihre du sechs denn? Ja, komm persönlichen mal her. Glückszahlen. Ja, hallo. Der mag Ja. Brot. Schön. Auf jeden Fall, da dürfen Sie mir mal Ja. Ihre sechs Zahlen zwischen 1 Ja, und du bist ja 49 ein nennen und ganz dann sind Sie feiner mal dabei. Bursche, komm mal her. Oh, das ist ja, die sind ja riesengroß. Können Sie Ja, mal ein schön. Foto eben machen von mir und dem? Ich will, das ist ja ein Moment, der muss ja Schwierig. festgehalten werden. Okay, das können wir leider nicht machen. Es ist die Kamera leer. Jetzt hat er aufgelegt! Ich will das scheiß Ottergeräusch ab immer wieder. Oh, Leute, ey, das ist Wahnsinn mit denen. Was die dir alles andrehen wollen, was die dir alles versprechen und nein, und was sie sich selber dafür antun. Aber bitte, jede Minute, die denen verloren geht, ist Gold wert und unbezahlbar für die Menschheit.